Çıkı çıkı çıkı. Aa aa aa. Be be be. Okay, sorry. Ich dachte schon, ich habe gerade irgendein Tier gehört, wo gefährlich ist. Aber es war halt eben nicht so, okay. Ich würde behaupten, dass wir den schaffen. Aber wir haben kaum Munition für gar nichts. Das war das Glück. Es gibt, glaube ich, immer einen Alarm, oder? Ja, ich... Hör doch auf zu schlagen, Mann. Wir kommen von Norden. Ja, also wohin denn? Der kommt von überall. Hä? Ja, geil, Mann. Ich habe keine Munition für gar nichts. Das ist aber scheiße, Alter. Nur 500 Erfahrungspunkte. Ja, Freunde, das war der letzte Außenposten, den ich so gemacht habe. Ich brauche jetzt einfach irgendeinen Platz für Munition. Aber man kann die alle nochmal zurücksetzen. Och, geht doch die Treppe hoch, du Lulatsch. So, jetzt können wir endlich mal ausrüsten. Die hier. Sniper. Revolver. Magnum, Bogen, Sturmgewehr. Der nächste Außenposten
kann erobert werden. Halt die Schnauze da drin. Du Lulatsch. Hä? Wo ist die scheiß Kiste? Ach doch. Was war's? Jetzt gehst du mal auf den Sack. Gut, dass wir so viel Blätter gesammelt haben. Ich drück immer auf I, Alter. Fähigkeiten. Ja. Ach, der macht doch automatisch von oben, okay. Die Steuerung mit der Maus ist manchmal echt scheiße im Menü. Okay. Gute Arbeit, aber es ist immer noch mehr zu tun. Wirf einen Blick auf die Aushangtafel. Klar. Wir haben den Außenposten, aber es gibt immer noch Arbeit. Waren wir da oben schon? Nee. Ich will noch ein paar Pflanzen hier sammeln. Das waren 4. So. Ja, ich drück schon wieder I. So. Ja, ich bin sehr schlau. Und nein, hier gibt es keine Wildschweine. Ich weiß zwar nicht, warum da ein Totes lag, aber es war einfach nur so random, ja. Danke, Trans. Oh ne, ist ein Schwan, kein Wildschwan. Hm, könnt ihr Poker spielen? Die alten Marken. Gesucht Todaufgabe. Wollen wir die Stimme machen? Ein Pirat und seine Männer schikanieren Einheimische bei einem Tempel. Töte ihn mit einem Messer. Alter! Vollidiot. Das wäre zu einfach. Guck, das Krokodil und frisst mich von hinten. Aber hier, glaube ich, gibt es keine Krokodile. Hier gibt es nur im Sumpf. Das rede ich mir auf jeden Fall ein. Finde und töte den Kommandanten mit einem Messer. Man hat überhaupt keine Übersicht hier.
dich. Glaub mir das. Ja, danke für den Takedown. Alter. Ich brauche das andere Visier. Das Visier ist mega schwul, Alter. Ja, das ist nicht so mein Visier. Hier geht's doch irgendwo runter. Oh ja. Ja, nach unten. Ja, das ist ja wunderschön. Schlangen? Seid ihr brav? Boah, dieses scheiß Licht von ihnen. Ich glaube, hier gibt es keine Schlangen. Komisch, in einem Tempel gibt es doch immer Schlangen. Sehr merkwürdig. Gut, wir haben die scheiß Aufgabe gemeistert. Juhu. Gibt es eine Schnellreise? Gut, ich muss das Visier ändern. Das ist katastrophal. So. Ach, viel geiler. Okay. Ich würde behaupten, wir machen erstmal den Aussichtsturm. Punkt. Streng genommen ist es scheißegal, wie wir fahren. So, Relikt 505 von 120. Ob wir wirklich die alle sammeln, das ist die Frage. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier runter will. Klar. Alter. Die Geräuschkulisse ist echt brutal.
sind nur Schweine. Sorry, ich musste es machen. Ja klar, Mann. Ich habe halt nur eins getroffen oder so. Ja, alles klar. Das Feuer aus den tiefsten der Erde. Okay, der Revolver ist schon ein bisschen stark. Außer der Schwein wird vielleicht ein bisschen angehittet von der vom C4. Man weiß es nicht. Verbessert die 30 oder so Hüfte, bla bla bla. Camper brauchen wir nicht. Ja, Leben ist es immer nicht schlecht. Schneller schwimmen ist auch nicht schlecht. Nein. Wo kommen denn die ganzen Schweine her? Das ist das Gleiche. Wo kommt das Wildschwein her? Hier gibt es gar keine Wildschweine. Klar. Ich habe alle Kugel verschossen, der tut einfach alle 6 raus. Irgendwie hat das Wasser gerade unrealistisch ausgeschaut. Ausgesehen. Wie man will. Hi! Was macht denn Hai im leichten Gewässer? Ist das auch unrealistisch? Nee. Würde ich jetzt noch nicht so sagen. Ja, wir wissen, du kannst nicht schwimmen. So, unsere Brieftasche macht sich größer, würde ich mal behaupten. Schwimm lieber schneller, bevor noch ein Hai kommt. Und sich rächt, dass wir ihn seine Freunde genommen haben. Nein, das war zu viel. Oh, es gibt doch sogar eine. Alles klar. Fell des Einhorns. Ich sag dazu nichts. Hallo, hi. Darauf? Natürlich nicht.
gefährlich. Alter, hätte er mich nicht gesehen, hätten wir 1500 Punkte bekommen. Egal. Er war so perfekt gespielt. Gute Arbeit, aber es ist immer noch mehr zu tun. Wirf einen Blick auf die Aushangtafel. Ich musste eh reinschauen. Ja. Speicherkarte 2 von 20. Ja, gut. Ja, dann fahren wir zu Medusa, wie man sagen. Ich hoffe halt nur, dass hier keine Haie rumgammeln. Beziehungsweise ich weiß nicht, wo da... Da kann ich wieder hochschwimmen. Anstatt dass sie hier Licht anmacht, weißt? Ja. Okay, die Kisten könnten wahrscheinlich im Deck sein. Auf dem Deck, im Deck. Er schwimmt halt einfach gemütlich rum. Ich muss niesen. Schwimm doch schneller! Ey, der Kerl geht mir das auf den Sack. Wo ist denn die letzte Kiste? Hä? Was war das jetzt? Willst du mir erzählen, dass da unten ein Hai ist? Oder gibt es da Piranhas auch noch? Das sind doch nur Fische, oder? Nemos.
Ich habe keine Ahnung. Ach, ich scheiß auf die Kiste. Ganze Unterwasser-Scheiße gucke ich mir später an. Da ist er doch. Bis ich mal ja. Vielleicht gibt es hier unter Wasser eine Fähigkeit länger zu. Also Luftkontrolle oder sowas. Hier muss es vor Piraten nur so wimmeln. Ich suche mir einen Aussichtspunkt. Alter, lauf doch da hoch. Du bist doch ein Idiot. Hä? Egal, hier ist einfach eine Alpha-Wand. Hey Jason, diese Piraten zu erledigen. Ich will auch gleich einen Stein zu dir. Okay. So. Du weißt dann nie, ob die Schatztruhe ein Deck weiter oben oder unten ist. Hier liegen extrem viele Kisten rum. Wollte ich nur mal was sagen. Das war es gerade mega von viel Glück. Nächster Skill. Das war Skill, Freunde.
Nein! Viele Kisten, auf jeden Fall. Jetzt zum Funkgerät. Okay. Okay, okay, okay. So, wir nehmen natürlich alle Kisten nochmal mit. Ich weiß nicht, ob der markiert bleibt. Die Kiste habe ich keine Ahnung, wo die ist. Schaue ich danach. Ist sie vielleicht hier drin? Nee. Erpresservideos in der PC auf. Der will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Wir sehen es. Wir sind am nächsten dran. Scheiße. Komm hierher. Ich bin soweit. Jetzt oder nie. Oh ja, Aiming ist wieder am Start, Freunde. Ich habe kein C4 mehr. Mann, war das schwer. Hey Dennis, bin auf der Medusa. Piraten sagen, dass... Jason, was will unseren Tod? Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Man muss halt schon wirklich sagen, die ersten zwei Sturmgewehre sind scheiße bei Far Cry 3. Also die anderen zwei sind viel, viel besser. Vor allem die Femmes. Ich glaube, die ist unten, oder? Okay, wir haben jetzt da zwei Fähigkeitspunkte. Fry. Ja, Spinne schon mal fertig. Geschäfte sind ermöglicht, als Gegner durch ihren Geruch und Sprengstoff über seine Ausdünstungen wahrzunehmen. Achso, Tasche ist voll. Aber wir haben die Möglichkeit.
Ey, die muss unten sein. Nur gut, hier, wo geht's denn hier nochmal rein? Ja, das bleibt immer noch markiert. Okay. Unten ist er auch nicht, also muss er ganz oben sein. Das heißt, ich muss hier rauf. Lauft der mit der Magnum schneller? Da oben ist er doch. So. Jetzt geht's los. Oh ja. Hua. Geil, da ist ein MG drauf. Nehme ich. Ohne Frage. Ohne Wenn oder Aber. Oh, wir ich hab keinen Bock mehr. Streng genommen sind die Bordkisten auch noch ein bisschen Geld drin. Die haben ja aber natürlich noch hier eine Ruhe Relikte. Wir müssen Amanaki.